Herzlich willkommen bei Panteray TV. Wenn Menschen über das Klima sprechen oder den Klimawandel, dann meinen sie in der Regel das Wetter oder unseren Planeten und dessen Zerstörung. Aber was ist denn eigentlich mit dem Klima unter uns, also unter uns Menschen, mit dem zwischenmenschlichen Klima? Ich habe den Eindruck, es herrscht mehr und mehr das Thema Hass und auch Misstrauen anstatt von Liebe und Vertrauen. Ein Thema, was meinem heutigen Gast sehr am Herzen liegt. Und deswegen haben wir uns auch verabredet für heute. Dr. Bernd Neugebauer ist heute bei uns. Das ist ein Mann, der, was wie ich finde sehr beeindruckend, seit über 42 Jahren in Mexiko lebt, Yucatan, im Regenwald, viele Jahre alleine im Wald gelebt hat, viele von den Mayas gelernt hat, aber die Mayas auch von ihm, und jetzt im Prinzip in die Welt hinausgeht, unter anderem hier in Deutschland ist, um sein Wissen auch weiterzugeben. Schön, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen. Danke, Katrin. Ich habe es gerade erzählt, Bernd ist seit 42 Jahren in Mexiko zu Hause und jetzt aber ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen in Deutschland. Wie geht's dir hier und was für Erfahrungen hast du schon gesammelt in den ersten Tagen? Ich war seit 5 Jahren nicht da. Und interessanterweise habe ich im Regenwald lebend nicht etwa mehr Abstand zu Deutschland gewonnen, sondern mich eigentlich meiner alten Heimat immer verbundener gefühlt, also kulturell verbundener gefühlt. Auch als ich merkte, dass diese Heimat gar nicht mehr das ist, was ich einmal gelebt und kennengelernt habe und dass sich sehr, sehr viel verändert hat. Von daher bin ich mit einem großen Fragezeichen hierher gereist und habe dann natürlich die ersten Eindrücke stark aufgenommen. Das sind Zufallseindrücke. Oder man kommt zwangsläufig am Flughafen an, bewegt sich durch Großstädte. Und das war der Eindruck von Ausländern, die ich in dieser Dichte noch nie in Deutschland wahrgenommen hatte. Und als ich dann aufs Land kam, insbesondere nach Ostdeutschland, ich bin über den Thüringer Wald so schrittweise bis Sachsen-Anhalt durchgereist, da entdeckte ich wieder ein ganz anderes Deutschland und auch Menschen in einer ganz anderen Suche. Und während der erste Teil der Eindrücke ein eher depressiv stimmender war, erlebte ich dann Aufbruchstimmung. Waren Sie schon hier in Sachsen ein bisschen unterwegs? Ja. Also da ist der Aufbruch richtig stark, und Erzgebirge und so. Und glücklicherweise dieses ganze Depressive, was ich am Anfang so gefühlt habe, das verschwindet vollkommen hinter diesem Aufbruch. Gut, jetzt bin ich weiter hier im Osten geblieben, also ich habe keine, ich lasse mich da nicht in was anderes momentan reinziehen. Ich bin gespannt, wie es nachher weitergeht. Nur, was ich spannend finde aus meiner Situation im Regenwald kommend, mit einer vollkommen anderen Erfahrung, ist, wie komme ich jetzt mit diesen Menschen zusammen, die im Aufbruch sind, die versuchen, irgendwie ihre Welt zu verändern. Was kann man dabei steuern? Wie viel Gemeinsamkeit ist da? Wo sind eigentlich die gemeinsamen Ansatzpunkte? Von dir kam auch der Gedanke, dass man das Klima und das zwischenmenschliche Klima mal beleuchten sollte, weil möglicherweise ist der Klimawandel wirklich einer, der bedroht ist. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, was dich da bewegt. Ja, ich habe vor 50 Jahren an der Uni meine erste Seminararbeit über Klimawandel gemacht. Das war damals eine absolute Besonderheit. Das Thema spielte noch keine Rolle. Es gab international 3 Wissenschaftler, die sich überhaupt mit der Fragestellung beschäftigten. Und es hat mich viel Mühe gekostet, damals irgendwelche Literatur aus irgendwelchen Bibliotheken herauszuziehen. Und wir diskutierten dann meinen Beitrag dazu, der im Prinzip das sagte, der einfache Grundgedanke hinter der ganzen Klimadiskussion sein sollte. Es gibt einen natürlichen Klimawandel, den hat es immer gegeben. Und es gibt die Möglichkeit, dass der vielleicht durch die vielen menschlichen Interventionen, die es heute gibt, beeinflusst wird. Und wenn man jetzt diese beiden Vorstellungen, was ist der natürliche Klimawandel und was ist das, was der Mensch macht, miteinander abgleicht, dann steht man vor der sehr schwierigen Frage, ja, ist das menschengemacht? Ist das nicht menschengemacht? Wohin läuft das?
Das ist als wissenschaftliche Herausforderung enorm. Nun wohne ich seit 40 Jahren meistens in Maya-Gemeinden oder im Wald und beginne im Sinne der Menschen dort auch zu denken. Und wenn ich da Klimawandel sage, dann sagen die, ja, natürlich, Klimawandel. Klar, das ist selbstverständlich, hat es immer gegeben. Sag ich, was ist das? Ja, Klimawandel, also dann heißt es gleich, da Anfang Januar beschäftigen wir uns damit und dann erstellen wir eine Prognose für das, was wir in diesem Jahr zu erwarten haben. Mhm. Und daraus sind uralte, wahrscheinlich Jahrtausende alte Beobachtungstechniken entstanden, anhand derer man im Laufe der Wetterbeobachtung des ganzen Monats Januar mit einer bestimmten Systematik versucht zu ermitteln, wie das Jahr aussehen wird. Mhm. Dahinter steht ein ganz einfacher Gedanke, den ich auch damals in meiner Seminararbeit schon genannt habe. Der Mensch nimmt nur das Wetter wahr, nichts anderes. Das Klima kann kein Mensch wahrnehmen. Das Klima ist ein historisches Datum. Das ist die Zusammenfassung von Geschehenem. Das sind Durchschnittswerte. Und wenn ich eine Prognose erstellen will, was für einen Bauern oder für einen waldschaffenden Menschen oder so wichtig ist, dann muss ich versuchen, den Wetterzustand irgendwie mit meiner Klimaerfahrung abzugleichen. Und dann kann ich vielleicht prognostizieren. Das können die Maya sehr gut. Und wie machen die das? Also ich meine, man muss ja ein bisschen vorplanen, was weiß ich, für die Ernten, also für die Landwirtschaft. Oder für, das ist ja eigentlich da am wichtigsten, ja, glaube ich. Ne? Ja. Wir nennen das Hetzkin. Hetzkin, das heißt so etwas wie die Prägung des Sonnenlaufes erfassen. Mhm. Wenn man heute in die moderne Klimawandeldiskussion reingeht, da kommt immer mehr der Gedanke auf, dass der stärkste beeinflussende Faktor ist, der Klimaschwankungen die Sonne ist. Die Sonne mit ihren Sonnenflecken und allen möglichen energetischen Schwankungen, die da stattfinden können, das haben die Maya schon immer gewusst anscheinend. Also beschäftigen die sich mit dem, was über die Sonne sich da abspielt. Das läuft so, dass wir die ersten 12 Tage des Januar jeden Tag beobachten und sagen, jeder Tag entspricht einem Monat. Von Januar bis Dezember. Vom 13. bis zum 24. machen wir es umgekehrt. Der 13. ist der Dezember, dann geht November und dann haben wir schon mal eine doppelte Serie. Und dann ist noch eine Woche übrig im Januar. Und in dieser Woche machen wir vormittags Januar, nachmittags Februar, vormittags März und so weiter. Und das merkt man sich. Und zum Schluss ist noch ein Tag übrig und da ist dann jede Stunde ein Monat des Jahres. Und diese 4 Beobachtungsdaten werden kumuliert. Und daraus können die Alten sagen, dieses Jahr wird es wahrscheinlich im April regnen. Mhm. Das ist für uns dann das wichtige Datum, Ende der Trockenzeit. Und im Idealfall sät man dann den Mais ein paar Tage, bevor es regnen wird. Und die Alten konnten das. Und die haben dann auch anhand der Prognosen gesagt, okay, an dem Datum. Dann hat man sich gemütlich hingesetzt und hat noch 2 Tage gewartet und dann hat es geregnet und dann ist der Mais gekeimt. Wenn das nicht treffend ist, dann ist der Mais verloren. Also, dass sie sich das getraut haben, zeugt schon davon, dass das eine ziemlich exakte Methode ist. Auch wenn in der ganzen wissenschaftlichen Welt keiner nachvollziehen kann, dass das funktioniert. Und wenn ich dann frage, ja, was haltet ihr denn von dem, was sich so im Klimawandel abspielt, dann sagen sie, ja, es kann halt keiner mehr den Hetzkin. Die Menschen verstehen nicht mehr, wie Wetter und Klima laufen. Das ist das Problem. Verändert hat sich das Wetter schon immer. Die menschliche Wahrnehmung desselben, die ist das Problem. Unser Umgang damit, unsere Art, das einzuschätzen. Ich bringe das eigentlich auf die ganz einfache Formel. Wenn 2 Menschen sich auf der Straße begegnen und sie wissen nicht aus Unsicherheit oder was auch immer, worüber sie reden sollen, dann reden sie über das Wetter. Ja, das ist ja der lockere Smalltalk. Ne? So kann man in, ja, in ein Gespräch einsteigen mit einem Nachbarn. Wenn man in der Gesellschaft nicht mehr weiß, wo es lang geht, dann redet man über das Klima. Das stimmt.
Du hast einen schönen Satz gesagt in einem Vortrag, den Spruch kennt ja jeder, ne? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Aber das mal so auszulegen, es gibt auch kein schlechtes Klima, nur möglicherweise eine schlechte Wirtschaft, Industrie und vielleicht auch Menschen, die Schlechtes tun? Ja, ich meine, da kann man jetzt unter unterschiedlichen Gesichtspunkten rangehen. Wenn ich allein mich frage, da reden die über Klimaerwärmung, als sei das was Schlechtes. Ich frage mich, ist das was Schlechtes, wenn es in Deutschland ein bisschen wärmer wird? Nee, also mir ist nicht. Wenn wir, ich habe mir damals oder auch heute wiederholt, Klimadaten über die letzten 1000 Jahre angeschaut, es ging den Menschen, wenn es wärmer wurde, immer besser. Mhm. Immer. Und dann ist die Frage, was soll das Ganze? Will man nicht mehr, dass es den Menschen gut geht? Ja? Weshalb wird da so ein Gedöns drum gemacht, bevor man überhaupt die Frage gestellt hat, ja, kann das überhaupt ein Nachteil sein? Und diese Annahme, dass erstens, dass die Welttemperatur sich genauso verändert, wie das irgendwelche mathematischen Modelle in irgendwelchen Computern errechnet haben, der ist für mich sehr weit hergeholt. So funktioniert das meines Erachtens nicht. Das ist eine Umdeutung dessen, was Klima ist. Klima ist ein historisches Datum. Das kann man nur im Nachhinein als solches feststellen. Und man kann aus dem Klima ableiten, wie sich vielleicht das Wetter entwickeln wird. Mit einem vielleicht. Aber nicht das künftige Klima. Der Mittelwert. Nein, das geht nicht. Und da sind meines Erachtens Fehlannahmen drin, die Interessen politisch motiviert sind. Also angenommen, das Klima würde sich erwärmen bei uns, dann gibt es ja die sagen, oh, das ist schlecht für die Landwirtschaft, das trocknet alles aus, die Wälder werden ganz trocken, wenn es wochenlang nicht regnet und die Ernte wird nicht ertragsgenug sein, die Weinanbauer, die Weinbauer, die schimpfen und andersrum, wenn es im Winter auch ein paar Grad wärmer ist, dann können wir unsere ganzen Skigebiete vergessen, da sind wieder die uns aufs Dach steigen und sagen, wir müssen was machen. Das sind Interessen. Ja. Ja, es hat in den Alpen immer ein Schwund und dann wieder eine Zunahme der Gletscher stattgefunden. Das können wir historisch belegen. Es gibt halt Zeiten, da kann man mehr Ski laufen und Zeiten, da kann man weniger Ski laufen. In den Mittelgebirgen haben wir das immer gewusst. Ja, das ist Glück, wenn man mal einen tollen Winter hat. Die sind weniger geworden. Irgendwann werden sie mal wieder mehr werden. Wir können aus den Bildern vom Mittelalter sehen, dass da es Zeiten gab, da sind die Leute in ganz Norddeutschland und Holland und überall den ganzen Winter lang Schlittschuh gefahren und mit Schlittschuhen über die Seen gefahren und heute geht das halt nicht. Das war schon immer so. Ich habe mich dann aber auch gefragt, habe auch eine Navigationsausbildung, ich bin zur See gefahren eine Zeit und habe mich aus der Seefahrersicht mit Wetter natürlich sehr, sehr beschäftigt. Da ist man dem direkter ausgesetzt als in irgendeinem anderen Bereich. Und ich habe mich auch mit Meereskunde soweit beschäftigt, dass ich mich frage, wie kommt ihr überhaupt zu der Annahme, dass jetzt durch ein bisschen Gletscherschmelze der Meeresspiegel steigen könnte? Eigentlich kann jeder sich ausrechnen, das Wasservolumen, was wir auf der Erde haben, plus das bisschen, was oberflächlich an einem Gletscher oder auch in der Arktis und an Arktis abschmelzen kann, von den 3 Kilometer Eis, die es da gibt, die nur über hunderte von Jahren abschmelzen könnten, das wäre ein ewig langer Prozess, weit länger als jegliche Klimaschwankungen, die wir bisher jemals beobachtet haben. Ja, dadurch steigt der Meeresspiegel vielleicht mal um einen Millimeter oder so. Die Verteilung des Wassers auf der Erde wird durch was vollkommen anderes bestimmt. Und so glaube ich, dass das einfach ein großes Ablenkungsmanöver ist. Wenn man sagt, hier in Deutschland sind die Ernten gefährdet, da ist der Wald gefährdet. Ja, der ist gefährdet. Der ist massiv gefährdet und ich bin entsetzt, wenn ich sehe, was sich hier abspielt. Aber ich fahre durch Deutschland und sehe die großen Gruben, die überall ausgehoben werden, die Bergwerke und was sonst auch immer noch zur Senkung des Grundwassers beiträgt. Und ich erfahre, dass also rund um Berlin zum Beispiel die Wasservorräte, von denen Berlin versorgt wird, aus dem Grundwasser stammen, das mittlerweile
um 15 Meter abgesunken ist, ja, das hat nichts mit Klimawandel zu tun. Das ist Zerstörung der Umwelt und nichts anderes. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Also Klimawandel als Ablenkungsmanöver, um sich nicht mit dem wirklichen Schaden, den der Mensch anrichtet, in der Umwelt auseinanderzusetzen, so ungefähr kommt das bei mir an. Und du fragtest anfangs nach dem zwischenmenschlichen Klima. Ja, das ist ein Ausdruck eines zwischenmenschlichen Klimas, in dem die Verantwortung an andere abgeschoben wird, statt dass man sie selbst übernimmt. Und in dem gelogen wird, in dem Daten verfälscht werden, in dem wir einfach nicht mehr ehrlich miteinander umgehen. Es gibt ja diese zwei, also entweder man geht mit dem Hass und mit dem Misstrauen oder mit der Liebe und dem Vertrauen. Ja. Es gibt schon viele Menschen, die sind auf dem Liebe- und Vertrauen-Weg. Das sind ja auch die, die du suchst gerade oder mit denen du dich verbinden möchtest. Wie schafft man denn die andere Hälfte, die ja auch immer ziemlich groß geworden ist, wobei es gibt ja keine unterschiedlichen Hälften, vielleicht wieder mehr in siehst du, das ist Paul, mein Hund. Ist es gut, Paul? Dein Thema. Liebe und Vertrauen. Wir haben das schon gefunden, wir zwei. Ja. Aber wie schafft man es denn, andere Menschen wieder ins Vertrauen zu bringen und in die Liebe? Paul, ist gut. Leg dich einfach hin. Ja, ist eine schöne Frage. Und das ist die Frage, die mich, wenn ich hier so durch die Straßen laufe oder in Restaurants mit Leuten spreche oder was auch immer, sehr, sehr bewegt. Denn ich erlebe sehr liebe Menschen. Ganz viele liebe Menschen. Ich erlebe viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. In der S-Bahn, in der was auch immer. Ja? Als ich hier das Studio suchte draußen, da kam jemand von seinem Grundstück rausgelaufen. Suchen Sie vielleicht nur Wieso? Ach, ja? Schön. Und, ja? sehr, sehr nett. Und dann sehe ich andererseits, wie das, was die Medien widerspiegeln und was an die Öffentlichkeit kommt, von Hass geprägt ist. Oder Verdacht oder Angst. Ja. Und wie kann das sein? Das kann natürlich sein durch Propaganda, durch fehlgesteuerte Medien, durch die Zensur der Wahrheit oder man kann das definieren, wie man will. Jetzt erlebe ich aber hier eine Situation, wo das offensichtlich schon geschehen ist. Und da hat man sogar die lieben Menschen, die sich eigentlich von sich aus an nichts anderem orientieren würden als an der Liebe, hat man dazu gebracht, dass sie dann aufgrund ihrer Fehlinformation teilweise Entscheidungen gegen ihren eigenen Willen, gegen ihre eigene Wahrnehmung fällen. Und das ist sehr schwer rauszukommen. In einem Gespräch habe ich das mal versucht so darzustellen. Ich habe gesagt, stellt ihr euch vor, ihr lebt in einem Meer von Lügen und habt den Auftrag, die Wahrheit zu darzustellen. Wie macht ihr das? Das ist ganz, ganz schwierig. Aufstehen, ne? Arme raus, oder? Ja, es ist fast unmöglich. Ja? Also man kann es durch Argumente nicht machen. Weil wenn alles verlogen ist, dann kann ja keiner das Argument, das wahre Argument glauben. Wenn ich wieder lüge, ja, das wird auch nicht funktionieren. Dann bin ich ja nicht mehr transzendent in dem, was ich mache, dann kann ich auch keine Glaubwürdigkeit gewinnen. Also was kann ich tun? Ich habe als Pädagoge mich sehr viel beschäftigt und ich bin der Meinung, es gibt sowieso nur eine Art, Erfahrung und Wissen zu vermitteln. Das ist über das gute Beispiel. Das eigene Beispiel, das Gelebte. Und ich glaube, in der Situation sind wir heute. Wir müssen heute das Leben, was wir für richtig halten. Und wir müssen versuchen, dieses Beispiel irgendwie zu potenzieren, ne? Zu potenzieren, andere sagen, so sichtbar will ich auch zu machen. Oder was auch immer. Ja, und von daher habe ich deine Einladung gerne angenommen. Ja, da können wir ja vielleicht auch gleich anknüpfen. Es gibt ja viele Menschen, die dämmern so vor sich hin in ihrem Alltagstrott, in ihrem Hamsterrad und leben gar nicht ihr Potenzial aus. Also viele Menschen werden dann, weil sie es nicht ausleben, depressiv und ja. Also meistens in der zweiten Lebenshälfte.
Und viele wissen gar nicht, dass es so ist. Ne? Also es gibt ja schon einige, die irgendwie in der Mitte des Lebens spätestens ankommen und sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein, und sich auf den Weg machen und suchen, was gibt es denn noch und was kann ich machen, und krempeln alles um. Aber es gibt auch viele in der Dämmerdecke, die bleiben bis zum Tod da in der Phase. Und das ist halt, die kann man dann auch nicht retten. Also ich sehe es in meinem Verwandtenkreis auch. Da muss man dann sich verabschieden von dem Wunsch, die mitzunehmen oder doch ein bisschen wacher zu machen. Aber die auf der Suche sind, wie kann man denen denn helfen? Oder wie finden die denn in ihre Kraft, in ihre Mitte? Also ich bin da mit der Zeit auf zwei Wege gekommen. Der Versuch, das über eine gute Politik zu machen, das war meine erste Vorstellung. Also als ich von der Uni kam und dachte, jetzt habe ich ganz viel gelernt, jetzt weiß ich ja, wie es geht, und jetzt erkenne ich all diese Probleme. Und jetzt machen wir mal. Das war so die Einstellung. Ne? Blauäugig, bumm, los. Ich bin sehr schnell nach Mexiko gekommen und dann hatte ich forstliche Erfahrung, forstliches Wissen, hatte mein Leben lang eigentlich mit Bäumepflanzen mich beschäftigt. Und da sah ich, da war Land, da waren Gemeinden, die hatten ein Potenzial von Waldnutzung und Baumpflanzung. Das war ungeheuerlich. Ja, da habe ich dann innerhalb von 2 Tagen ein kommunales Waldwirtschaftsprojekt entwickelt, habe die alle begeistert und habe gesagt, so, das machen wir jetzt. Und dann, ja, in 2 Jahren seid ihr reich. Also das ist ja überhaupt keine Frage. Wir wissen ja in Deutschland, wie das geht. Ich mache das einfach mal. Ich brauchte ein bisschen Geld dazu. Wir mussten ein kleines Sägewerk aufbauen und wir mussten eine Baumschule aufbauen. Und so fuhr ich dann zurück nach Deutschland und hier begeisterte ich eine kirchliche Entwicklungsorganisation dafür, die sagt, das ist aber toll, Herr Neubauer, das finanzieren wir. Und ich hatte noch nie irgend sowas gemacht, war noch nie mit so einem Geld umgegangen. Die haben mir gleich 100.000 Mark versprochen und haben mir damit, sag ich, ja, klar, damit kriege ich das hin, mache ich. Tja, das sprach sich mittlerweile da im Süden von Mexiko rum, was ich davor hatte. Und da gab es massive Interessen. Und da fühlten sich einige Leute sehr auf die Füße getreten. Und da bekam ich einen Brief. Da wurde mir gesagt, ich stünde jetzt auf der schwarzen Liste des Staates. Ich sollte lieber bitte nicht zurückkehren, das sei lebensgefährlich. Das war eindeutig. Mhm. Ich stand in Guatemala 14 Jahre lang auf der sogenannten schwarzen Liste und konnte das Land nicht betreten. Und einfach nur, weil ich das Richtige tun wollte, was man mir so beigebracht hatte. Und dann merkte ich, naja, das ist ja komisch, was die einem da so in der Uni und sonst wie beibringen, wenn man das nachher gar nicht anwenden darf, und merkte, dass vieles von dem, was in der Welt geschieht, eben völlig anders läuft als das, was wir so offiziell behaupten. Oder was, also nur, dass ich es verstehe, du hast dein Wissen aus der Forstwirtschaft, was man hier bei uns lernt und lehrt, dort versucht anzuwenden. Ja. Das heißt, Bäume fällen und verarbeiten und irgendwie ist klar. Und zwar aufgrund des Beispiels, das Deutschland selbst geschaffen hat. Mhm. Deutschland war vor 300 Jahren, 250 Jahren total abgeholzt, war stärker noch zerstört als heute Mexiko oder andere sogenannte Drittweltländer. Und hat es geschafft, aufgrund einer wunderbaren Reformpolitik das Wald wieder zu bewalden, das Land wieder zu bewalden und damit zum Beispiel für gute Forstwirtschaft international zu werden. Mhm. Ja, das war das, was ich gelernt hatte. Ja, da gab es einen berühmten Forstmann namens Cotta, da gab es damals einen der ersten großen Umweltphilosophen, Ernst Moritz Arndt, vor 200 Jahren. Mhm. Zeitgleich, die haben hervorragende konzeptionelle und forstlich-fachliche Arbeit gemacht. Und es gab grandiose Politiker, allen voran Maria Theresia, die viel zu wenig genannt wird, meines Erachtens, die damals im süddeutschen Bereich Österreich-Ungarn diese Kehrtwende von der großen Zerstörung durch die Frühindustrialisierung zur neuen Waldwirtschaft, zum Aufbau der Waldkommunen, zur autonomen wirtschaftlichen Belebung der Gemeinden und so weiter, das ist unter Maria Theresia geschehen. Mhm. Und damit hatte ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt.
Übrigens ist das kein Mainstream-Wissen. Also der normale Forststudent an der Universität, der lernt so etwas nicht. Der wird nicht mit der Historie, die spielt ein Stiefkind da sein. Dabei ist das eigentlich das Wichtigste, was wir lernen könnten, wenn wir heute sehen, wie die Welt aussieht. Und dass eigentlich die ganze Welt diesen Zerstörungsprozess, durch den Deutschland mal gelaufen ist, wiederholt. Und Deutschland hat es geschafft, da rauszukommen. Also was wäre wichtiger, als sich anzugucken, wie haben die das denn gemacht? Und ich wollte genau das umsetzen und bin damit auf Widerstand gestoßen. Die Botschaft war, also in Deutschland ja, aber woanders nicht. Dahinter stehen klare Interessen. Und dieses Denken kann man auf vieles andere auch noch anwenden. Die Frage war ja ursprünglich, ja, wie geht man an die Fragestellung ran? Und dann habe ich mir gesagt, ja, logisch geht es nicht. Mit der Wissenschaft geht es auch nicht. Mit der Politik geht es nicht. Ich müsste mich ja mit Gott und der Welt anlegen, wenn ich da was verändern will. Also was zählt? Und ich glaube, was zählt, ist eben das Vermitteln von Erfahrungen. In dem Fall habe ich mich auf die Maya konzentriert. Ich bin zu den Maya gegangen, um zu lernen, wie machen die das. Und das andere ist eine Veränderung des Bezuges zur Natur. Das heißt, wenn wir ein Problem im Umgang mit der Natur haben, das haben wir, wenn wir sie zerstören, dann liegt dem zugrunde ein falsches Naturverständnis. Also müssen wir uns mit unserem Naturverständnis beschäftigen und müssen versuchen, da einen anderen Zugang zu finden. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie die Mayas leben, wie sie mit ihrem Regenwald leben, wie sie Landwirtschaft zelebrieren? Das war so meine Eingangsfragestellung 1978. Ich erzähle den Hintergrund nochmal. Ich wurde damals vom Forstminister Mexikos gebeten, im Rahmen einer deutschen Kooperation, die es gab, in der Entwicklungszusammenarbeit, für dieses Kooperationsprojekt eine Studie anzufertigen über die Dynamik der Regenwaldzerstörung. Regenwaldzerstörung wurde damals gerade in den Medien zum Thema. Vorher war das eigentlich eine Unbekannte. Ja, und jetzt sollte ich da also mir das angucken und ein Papier dazu schreiben, weshalb eigentlich? Wer macht den Regenwald kaputt? Die Medien hatten damals schon eine ganz klare Antwort. Die sagten, das sind die Bauern, das sind die dummen Bauern. Die machen den Wald kaputt. Und einige sagten, naja, sie machen das aus Notwendigkeit, weil sie Hunger haben. Aber es waren in jedem Fall die Bauern. Und ich machte diese Studie und entdeckte, es gab ein von der Weltbank finanziertes Abholzungsprogramm auf zigtausenden von Hektar. Die Weltbank hat damals bezahlt, dass der Regenwald zerstört wird. Und die Medien sagten, das sind die dummen Bauern. Die Weltbank ließ große Super Caterpillars, das waren also so Caterpillars so groß, so breit wie dieser Raum, da durchfahren, einfach zum Abholzen. Und dann wurde gebrannt. Das Holz wurde nicht einmal verwendet. Und wenn ich dann fragte, weshalb macht ihr das? Dann kamen die Ökonomen und sagten, das hatten sie mir schon in der Uni versucht beizubringen, da gibt es die ökonomische Kielwassertheorie. Und die Kielwassertheorie sagt, dass also praktisch hinter diesem großen Bulldozer das Kielwasser, das ist dann die Industrialisierung, die dort stattfindet, und die produziert so viel Reichtum, dass wir damit dann die Natur wiederherstellen. Also man zerstörte die Natur, damit man sie wiederherstellen konnte. Mir leuchtete diese Logik nie ein. Und ich habe das dargestellt in dieser Studie und habe gesagt, hier sind alles Verbrecher. Ich habe es also ein bisschen diplomatischer formuliert, aber de facto war das so. Und dahinter steht ein Konsortium zwischen großen Firmen und der Weltbank, internationalen Finanzierungen, und die lokale Politik macht letztendlich auch mit. Ja, und wenn ihr das verändern wollt, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, diese Programme endlich beenden. Ja, da war ich natürlich wieder auf der falschen Schiene. Die gab es ja aus irgendeinem bestimmten Grund. Und das andere ist, mit den Menschen, die Geschädigten sind in dem Prozess, und das sind ja die Bauern vor Ort,
denen das Land damit kaputt gemacht wird, denen die Wasservorräte kaputt gemacht werden und so weiter, mit denen sich zusammentun und zu gucken, was haben die für Fähigkeiten, um das alles wieder zu beleben. Mhm. Und so bin ich dann, als ich damit fertig war, ich gesagt, da mache ich nicht weiter. Ich möchte mit dieser ganzen Meschoke eigentlich auch nichts zu tun haben. Und hatte mittlerweile genügend Menschen kennengelernt, um mir sicher zu sein, keiner wusste eigentlich, was sich da an der Basis abspielte. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich in ein Indianerdorf und ich lerne, wie die damit umgehen. Mhm. Und ich lerne, was kann man daraus machen. Und habe ich 5 Jahre lang eine Lehre als Maya-Bauer gemacht. Mhm. Und in Waldwirtschaft und Landwirtschaft. Und habe das mal so gemacht, wie die. Und das waren noch indianische Zeiten. Die Gemeinde war damals noch ganz stark indianisch geprägt, war sehr erfolgreich. Es ging ihnen richtig gut. Und ich habe nicht geahnt, dass sich dann über die folgenden 40 Jahre die Dekadenz dieses ganzen traditionellen Systems kennenlernen würde. So, und jetzt möchte ich aber wissen, wie machen es denn nun die Mayas? Also wie sieht so ein Tag aus bei denen? Das, wie sie es machen, ich möchte es auf 2 Ebenen beleuchten. Das eine war ein Tagesrhythmus und das andere so der Lebensrhythmus. Der Lebensrhythmus ist eigentlich das Wichtigste, nämlich wie gebe ich die Erfahrung, das Wissen an meine Kinder weiter, damit es auf Dauer gehen kann. Und es war so, dass Kinder nicht zur Schule gingen. Es gab zwar Schulen, aber da gingen die meisten nicht hin, denn sie mussten ja was lernen. In der Schule lernten sie nicht, also im Sinne dieses Maya-Systems. In der Schule wurden sie vom Lernen abgehalten und mittlerweile gibt es Schulpflicht und jetzt werden sie alle davon abgehalten. Man lernte in der Familie. Die Mädchen lernten, wie man zu Hause die Tiere hält, das Haus in Ordnung hält, kocht und wie man die Lebensmittel verarbeitet und so weiter. Ein 12-jähriges Mädchen war in der Lage, einen kompletten Haushalt zu führen. Und zu diesem Haushalt konnten durchaus noch Großeltern und 5 Kinder und vielleicht noch irgendjemand gehören. Also das war anspruchsvoll. Eine 12-jährige konnte das und die konnte das richtig gut. Und die konnte kochen und was immer dazu gehört. Aber konnte sie auch lesen und schreiben? Wenn sie eine Motivation dazu hatten, sprich das brauchten, dann schon. Wenn es keine Motivation gab, dann nicht. Aber wenn es keine Motivation gab, dann haben sie es auch in der Schule nicht gelernt. Ich habe Kinder erlebt, die 5 Jahre auf der Schulbank gesessen haben und die kamen raus und konnten nicht lesen und schreiben. Da fehlte die Motivation. Und dann habe ich erlebt, dass sie in einen anderen Kontext kamen, wo es mit einmal Sinn machte, zu lesen und zu schreiben. Und dann haben diese gleichen Kinder, die waren jetzt 10 Jahre älter, innerhalb von Wochen lesen und schreiben gelernt oder von Monaten. Es geht hier immer darum, wofür? Heute wird Schule oft gemacht, ohne dass man fragt, wozu eigentlich? Und dann wird da Wissen vermittelt, was nie einer braucht. Also ich fand das absonderlich, in einem Indianerdorf zu wohnen und dann, wenn ich fragte, was habt ihr denn heute in der Schule lernen müssen, dann wurde mir gesagt, die Geburtsdaten von Vivaldi. Ja, die haben noch nie klassische Musik gehört. Die wussten überhaupt nicht, was das ist, aber sie mussten die Geburts- und Todesdaten von Vivaldi auswendig lernen. Mhm. Solche Sachen geschahen. So, was passiert jetzt im Tageslauf? Die Kinder spielen bis zu einem gewissen Alter und dann fangen sie irgendwann an, bei den Eltern mitzumachen. Und bis dahin sind sie vollkommen frei, spielen, sind sehr, sehr gut aufgehoben, weil jedes Kind von jedem Erwachsenen wie ein eigenes Kind behandelt wird. Ganz gut aufgehoben. Wir haben das kennengelernt, weil es war eine zufällige Geschichte. Am ersten Tag, an dem ich mit meiner Frau und meiner ältesten Tochter in diese Gemeinde zog, meine Frau war hochschwanger, an diesem allerersten Tag, 1 Stunde nachdem wir ankamen und ich ihnen eigentlich nur unsere neue Hütte zeigen oder die alte Hütte, die ich gemietet hatte, zeigen wollte, sagte, da möchte ich jetzt gern mit euch leben die nächste Zeit. Ich wollte sie ja so da ein bisschen motivieren und vorsichtig damit reinziehen. Ich hatte schon einige Zeit als Besucher in dem Dorf verbracht.
Ja, da geschah das Unerwartete. Da riss die Fruchtblase und innerhalb von einer Stunde wurde die zweite Tochter geboren. Mhm. Und die Nachbarn halfen uns, Hebamme kam. Und wir wurden angesehen mit einmal als so ganz normale Leute. Och, da sind so welche gekommen, die haben gleich Kinder gekriegt, die sind wie wir. Und ja, von da ab haben uns alle nur gezeigt, wie man das nun macht. Und jetzt kommt der ganz wichtige Aspekt in der ganzen Maya-Erziehung. In der Maya-Erziehung werden Kinder nicht erzogen. Kinder entfalten sich. Kinder spielen und werden betreut und werden versorgt. Erzogen werden die Eltern. Die Nachbarn und die Familie erziehen die Eltern. Und so wurden auch wir erzogen. Und das war natürlich für uns grandios. Wir hatten ja keine Ahnung, wie man in so einem Indianerdorf lebt. Also es waren alle jetzt vollkommen in ihrer normalen Funktion. Also junges Ehepaar kriegt Kinder, also müssen wir die Eltern erziehen. Die haben uns gezeigt, wie alles geht. Wie sie mit dem Kind umgehen können, ne? Und mit den Launen von so ein Kind hat ja Entwicklungsstufen und das ist nicht immer einfach. Es ging gar nicht. Es geht nicht um die Erziehung der Kinder. Die Kinder entfalten sich selbst. Es ging darum, wie lebst du? Wie lebst du dann? Wie bist du du? Und dann lernte ich sehr schnell, also ganz wichtig, wenn man morgens aus der Hütte kommt und da kommt jemand an der Straße vorbei, man grüßt. Das gab es ja früher hier in den Dörfern auch, man grüßte jeden. Dann war die Frage, mit der Gruß selbst war eine Frage. Und die Frage heißt, wohin gehst du? Mhm. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstehen können. Die Antwort hieß Mistuush. Und Mistuush heißt nirgendwohin, wenn man das richtig übersetzt. Und ich habe da immer gedacht, wieso erzählen die da, dass sie nirgendwo hingehen? Und dann machen die das 50 Mal am Tag, wenn die 50 Leute treffen, jeden, ja, und immer ist es, gehen irgendwo hin, bis ich irgendwann mal verstand oder mir auch erklärt wurde, das bedeutet nicht, ich gehe nirgendwo hin, das heißt, ich gehe meinen Weg. Mhm. Und ich bin im Hier und Jetzt, oder? Ich bin im Hier und Jetzt, ja. Und genauso gab es einen zweiten Gruß, das war die Frage, wie geht es dir? Und da ist die Antwort, es geht mir nicht, ich bin. Ja? Das ist eine ganz tiefe, also muss man sich mal vorstellen, diese Grüße 50 Mal am Tag, jeden Tag. Ja? Ich bin, ich gehe meinen Weg. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Das ist das, was die Eltern gelernt haben. Mhm. Ja? Gut, also Kinder kriegen, haben wir jetzt gehört. Wie ging's weiter? Wie habt ihr euch versorgt? Wie habt ihr gelebt? Da gingen die Männer morgens mit Machete, Sombrero und einem Kürbis mit Wasser gefüllt aufs Feld. Damals gab es schon so Lastwagen, die fuhren raus auf die Felder und da stand man dann hinten dicht gedrängt auf der Ladefläche. Man traf sich morgens am Straßenrand, unterhielt sich, machte viel Ausgleich von Erfahrung, Informationen und irgendwann stand man auf diesem alten, klapprigen Lastwagen und fuhr da so 15 Kilometer raus, da waren die Felder. Verbrachte dort den Tag, machte händische landwirtschaftliche Arbeit, kam zurück und brachte mit, was man tragen konnte. Und so wurde die Familie versorgt. Ich habe da erst mitgearbeitet. Sehr bald haben sie gesagt, ja, aber du musst doch für deine Familie dein eigenes haben. Und dann wurde mir Land gegeben, geschenkt quasi. Und ich lernte, wie ich auf diesem Land produziere. Mit der Zeit habe ich angefangen, daraus einen Versuchsbetrieb zu machen und habe dann mit allen möglichen Techniken, biologischen Anbautechniken, experimentiert und ausgewertet. Das war eine Ebene. Eine andere war die Milpa. Die Milpa war das große Maisfeld, was jede Familie irgendwo weit draußen im Wald hatte. Die Milpa wird einmal im Jahr oder wurde damals einmal im Jahr bepflanzt. Das mit dem Regenzyklus geht diese Ernte. Und in dieser Milpa musste man eben für bestimmte Arbeiten dreimal im Jahr so einige Wochen gehen.
Und da gingen dann teilweise die Männer alleine, oft waren das Vater, Großvater und Sohn zum Beispiel, allein in den Wald, lebten dort ganz alleine, hatten da eine kleine Hütte, versorgten sich selbst, kochten sich selbst und machten die notwendigen Arbeiten. Und teilweise kamen dann auch die Frauen dazu, insbesondere in der Erntezeit. Das war aber seltener der Fall. Also es gab diese Trennung, Auftrennung der Familien über längere Perioden. Das Ganze hatte einen interessanten Hintergrund. Es war gleichzeitig die Art, diese ganze Gegend kennenzulernen und zu kontrollieren. Die kannten sich unheimlich gut aus in ihrer Umgebung. Die kannten die Kinder, wenn ein Sohn 15 Jahre alt war, der kannte jede Baumart, jeden Strauch. Und die Bauern kannten ihre Wälder so gut, das hatte ich bei Förstern noch nie erlebt. Ein deutscher Förster war für mich immer ein Kenner seines Reviers. Der kannte gewisse Waldstücke sehr, sehr gut. Ein Maya-Bauer, der kannte die Identität des einzelnen Baumes. Mhm. Wenn ich den fragte, dieser Baum, dann sagte er, ach ja, mein Großvater hat in dem Jahr und so weiter, hat das gemacht und dies gemacht. Das ist der Baum. Du hast doch mal gesagt, diesen Satz, der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Und die meisten Förster lernen gar nicht, was ist denn eigentlich das Meer? Ja. Also, was ist das Meer an dem Wald? Ne? Ja. Das wurde mir nie beantwortet. Als ich studiert habe, wurde mir das nicht beantwortet. Ich habe da zwei wichtige Fragen gehabt, die ich als Kind in meiner Neugier schon immer hatte und da mitgebracht habe. Das eine war, ich wusste, es gibt heilige Bäume und ich wollte unbedingt wissen, was sind die heiligen Bäume? Konnte mir kein Förster sagen. Das ist unwissenschaftlich. Das ist also das dumme Frage. Was soll denn das? Ne? Und oder höchstens in der Pause nach der Vorlesung dann also es ist ja doch interessant, was Sie gefragt haben, aber es war ja außerhalb dessen. Und dazu gehörte genauso diese zweite Frage: Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Was ist das? Was ist das Meer? Was macht den Wald aus? Und da wird es jetzt wirklich interessant, weil genauso könnten wir ja fragen, warum ist denn die Gesellschaft mehr als die Summe der Menschen? Was macht überhaupt Kultur? Was ist Zivilisation? Ist doch die gleiche Frage. Und so bekam ich, wir haben jetzt angefangen mit der Frage, das Klima, das zwischenmenschliche Klima, so kam ich immer mehr in die Fragestellungen rein, die mich von der reinen Landwirtschaft, Pflanzenproduktion oder auch Holzproduktion und Waldmanagement oder Waldbau weiterführten zu der Frage, ja, wie bestimmt denn die menschliche Kultur, die Entwicklung der menschlichen Gemeinschaft, unseren Umgang mit der Natur und überhaupt unsere ganze Welt? Und so saß ich dann mit einmal tief im Wald bei einer kleinen Indianergemeinde und beschäftigte mich mit den ganz großen Themen. Und mit welcher Quintessenz gehst du jetzt raus und bringst den Leuten bei, wie Wald funktioniert und wie man vielleicht den Wald wieder zu dem machen kann, was er schon mal war? Ich weiß nicht, ob ich das schon beantworten kann. Das fängt von der Bereitschaft, von den Möglichkeiten der Menschen ab. Worauf ich mich konzentriere, ist überhaupt mal eine andere Sichtweise zu vermitteln, den Leuten einen Zugang zum Verständnis dessen, was sich da in der Natur abspielt, zu geben, damit sie überhaupt mal daran lernen können. Denn es gibt keine Patentrezepte. Es gibt auch keine perfekte Planung dafür. Es gibt Prozesse, die spielen sich in der Natur ab. Die waren immer erfolgreich. Der Wald ist Ergebnis eines der erfolgreichsten Entwicklungsprozesse in der Natur. Ja, überall schafft die Natur, Wald zu begründen und damit Landschaften zu begründen, Landschaften zu sanieren und so weiter. Das ist ein ungeheures Erfolgskonzept. Und wir suchen als Menschen ja eigentlich ähnliche Erfolgskonzepte. Wir wollen so produktiv wie möglich werden. Manche sagen dazu, ja, wir wollen auch lernen, in Frieden zu leben. Der Wald kann das. Und wir wollen das irgendwie so im Rahmen unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten tun, dass jeder seinen
Platz darin hat, dass jeder seine Rolle spielen kann, dass keiner wirklich unnütz ist. Und wir brauchen, wenn wir das tun wollen, vor allen Dingen Sinne, die uns zeigen, was passiert denn da eigentlich? Was sind denn die Wirkungen dessen, was ich tue? Was ist denn die Wirklichkeit? Und wenn ich mich anschaue, wenn ich mich umschaue, ist heute in dieser modernen oder sogar postmodernen Welt, in der ich mich bewege, sehr viel von Emotionen geprägt, aber nicht von Wahrnehmung. Mhm. Wir lernen ja auch im Westen, der Mensch habe 5 Sinne. Und das wird immer so akzeptiert. Ich habe mich mal mit Forschungen beschäftigt, die versucht haben herauszufinden, wie viel Sinne hat denn der Mensch. Ich habe eine Hebammenausbildung. Da fragt man sich sowas. Was bringt ein Baby mit? Es sind 32 Sinne. Die sind erwiesen. Und wie viele davon benutzen wir? Wir benutzen nur 5, wenn nur diese 5 geübt werden. Denn ein Sinn, der hilft uns überhaupt nicht, wenn wir nicht üben, damit umzugehen. Alles muss geübt werden. Ja, unsere Beine helfen uns auch nur zur Fortbewegung, wenn wir irgendwann lernen, damit zu gehen. Wenn wir das nicht tun, dann hilft es nicht. Also müssen wir, wenn wir uns an diese Fragestellungen im Umgang mit der Natur heranbewegen, dann müssen wir ganz achtsam darauf sein, welche Sinne benutzen wir und eventuell etwas tun, um unsere Sinne weiterzuentwickeln oder überhaupt zu akzeptieren. Braucht man da nicht jemanden, der uns das zeigt? Also das Fühlen lernen kann man ja schon in Meditation oder mit jemandem, der einen da sensibel aufmerksam macht. Aber was sind denn solche Sinne, die wir einfach abgestumpft gar nicht mehr wahrnehmen oder gar nicht mehr aktivieren? Ja, zum Beispiel, ich habe mit einem Schamanen zusammengearbeitet und da hatte ich irgendwann mal ein langes Gespräch mit ihm, bei dem ganz viel herausgekommen ist. Es ging darum, wie kann ich mit der Pflanze reden? Wie kann ich die Informationen, die die Pflanze mir vermittelt, wahrnehmen? Oder die erste Frage war vielleicht, gibt die Pflanze mir überhaupt Informationen? Ja, ja, das tut sie. Die Alten konnten das sehr, sehr gut wahrnehmen. Also wie rede ich mit einer Pflanze? Wie lerne ich mit einer Pflanze zu reden? Ich sage jetzt reden, das ist natürlich nicht diese Sprache. Und es war sehr interessant. Ich führte da ein langes Gespräch mit diesem Schamanen. Der sprach kein Spanisch. Ich sprach damals kein Maya. Wir hatten gar keine gemeinsame Sprache. Wir haben ungefähr eine Stunde lang tief, tief diskutiert. Sehr feinsinnig. Und dann fragte ich nachher, als das Ganze fertig war, sag ich, Don Chavo, du sprichst doch gar kein Spanisch. Ich war ganz erschrocken. Dachte, der hat mich die ganze Zeit irgendwie an der Nase rumgeführt, der kann also doch Spanisch. Denn ich habe ja wohl Spanisch gesprochen, ich kann ja nichts anderes. Mhm. Da grinste er ganz tief und sagte, nein, nein, ich spreche kein Spanisch. Ich habe aber auch kein Maya gesprochen. Wir hatten in dem Moment eine andere Sprache gesprochen. Mhm. Es gibt Sprachen, die also unter geistig sehr wachen Menschen einfach entstehen können. Die muss man gar nicht lernen. Über die kann man kommunizieren. Ich habe von Urvölkern gehört, dass die ja früher gar nicht gesprochen haben. Die haben sich mit dem Herzen verständigt. Genau. Und die konnten sich, unterschiedliche Völker auf unterschiedlichen Kontinenten, konnten sich verabreden und waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? Also es ist Wahnsinn. Das habe ich also direkt erlebt. Völlig überrascht. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich dazu irgendwie in der Lage wäre. Aber dann irgendwie durch diese lange Präsenz in diesem Umfeld ging das dann. Und tja, du fragtest, was muss man tun? Die Offenheit und den Mut haben, sich einfach auf das vollkommen Unbekannte einzulassen. Denn was ist die ganze Problematik hinter dem Ganzen? Wenn wir nur 5 Sinne von den 32 Sinnen benutzen, wenn wir also die Wirklichkeit mit 27 vorhandenen Sinnen nicht wahrnehmen, dann unterliegen wir unter Umständen mit 27 Eindrücken Fehlinformationen, falsche Informationen oder sind mit Unbekannten konfrontiert. Das Unbekannte macht Angst, die Fehlinformation, die macht letztendlich auch Angst, die bedroht. Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage, wieso wird nicht heute alles von Liebe bestimmt, sondern
von ganz anderen Erwartungen. Ja, das hat damit zu tun, dass wir, Liebe entsteht immer nur aus der Wahrnehmung. Da muss ich auch wirklich den anderen wahrnehmen. Und die Formel für den Frieden ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich die Wirklichkeit mit allen 32 Sinnen wahrnehmen würde, dann wäre alles nur Frieden. Dann wäre ja alles echt und wahr. Und wir gehen die ganze Zeit, wir müssen in unserer Situation mit der Unwahrheit, mit dem Nichtwissen und mit der Falschheit umgehen, weil das gehört zu unserem momentanen Lebenskontext. Und die alle produzieren Angst. Das Hauptphänomen, das heute diese Gesellschaft prägt, ist Angst. Jetzt klingt das so spannend, dass ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere sich natürlich fragt, wie und wo kann ich das lernen? Es gibt ja verschiedene, viele machen das ja schon, ne? Also die arbeiten mit Schamanen zusammen oder mit verschiedenen Meditationsformen oder Hypnose oder mit psychedelischen Pflanzen oder sie sind so wie du eine lange Zeit einfach mal auf sich selbst gestellt oder im Wald, in der Natur. Wie kann man das lernen? Also wie wird man wacher, aufmerksamer, feinfühliger? Darum geht es ja. Ne? Also ich denke, mir geht das so, wenn ich viel im Wald bin. Ne? Kommen ja auch, das sind ja dann keine Gespräche, die ich mit Pflanzen führe, aber ich habe das Gefühl, ich gehe manchmal an einer bestimmten Baumgruppe vorbei und plötzlich kommt eine Idee oder kommt ein Impuls. Und das ist, glaube ich, die Sprache, um die es geht, oder? Diese Bilder, die man kriegt oder ein Gefühl plötzlich von, man weiß gar nicht woher. Ich habe da sehr viele Lernstufen durchlaufen. Die erste war einfach mit den Menschen in dem Maya-Dorf, die eigentlich das alles schon durchlaufen hatten oder für die war das normal und die mir viel vermittelt haben. Also allein die Tatsache zu erleben, dass mit absoluter Selbstverständlichkeit die Nachbarinnen unser kleines Kind wie ein eigenes behandelten, das war ein unglaubliches Erleben. Für meine Frau war das am Anfang sogar schockartig fast, als sie dann das erste Mal ihre Tochter am Busen einer Nachbarin fand, weil die wie selbstverständlich der natürlich auch ihren Busen gab. Mhm. Das, ja, aus dem deutschen Kulturverständnis war das schon ein bisschen schockartig. Ne? Aber, und dann stellte sich aber mit der Zeit raus, wenn alle Frauen eines Kindes Mutter sind, ja, da kann keine Angst entstehen. Ja? Überall ist das Kind voll versorgt. Überall werden alle seine Bedürfnisse abgedeckt. Ich erlebte dann Folgendes. Ich ging mit den Männern in den Wald und wir blieben da einige Tage lang und hatten eine Hütte, eine Feuerstelle. Und wenn es dunkel war, ja, dann kochten wir uns noch was auf dem Feuer. Und dann saßen wir in unseren Hängematten oder lagen in unseren Hängematten drumherum. Und es wurden Geschichten erzählt. Und es wurden ja, Märchen erzählt, Erfahrungen, dazu die Geräusche des Regenwaldes. Und da merkte ich mit einmal, dass über dieses Erzählen ganz andere Bilder entstanden, eine ganz andere Wahrnehmung der Wirklichkeit entstand und dass damit einmal das, was die Maya andere Wesensformen nennen, von denen sie erzählen, ja, da gibt es dann die Alushes und die Balamis und weiß ich, Wesen, die da auftauchen, mit denen sie rechnen, die, so wie bei uns früher, die Zwerge und die Heinzelmännchen und die Riesen. Elfen und ja, ja, und die Elfen. Und die gibt es da alle auch. Es sind insgesamt mindestens 7 Gruppen, die da auftauchen können. Ja, mit einmal wurden die wirklich, weil sie für etwas standen, was man anders gar nicht ausdrücken konnte. Also es war letztendlich alles, was ich dort erfuhr, ein Impuls, meine Wahrnehmung oder meine Sinne zu entwickeln. Und für mich wurde die Fragestellung, die sich daraus ergab, eine, ich mir nachher sagte, ja, aber die Menschen, mit denen ich zu tun habe, denen ich das vermitteln soll, die sind verstandesgesteuert. Jetzt muss ich das irgendwie auf die Verstandesebene bringen. Ja? Ich kann ja nicht jeden da mit in den Wald nehmen. Das schaffen nur ganz wenige. Das wird nicht für alle möglich sein. Und dann habe ich angefangen, meine Beschreibungen der Natur, auch wenn ich naturwissenschaftlich ausgebildet war, ganz anders zu gestalten, bildhaft, in Bildern zu sprechen.
und habe zunehmend Menschen mit in den Wald genommen und dort dann mit ihnen die Frage zu beantworten, ja, warum ist der Wald mehr als die Summe seiner Bäume? Wie kannst du hier stehen und kannst den Wald fragen? Wie kann der Wald dir das erklären? Und wenn ich ihnen dann irgendwann vermittelt habe, dass sie da stehen, ja, stimmt, der Wald sagt es mir ja. Hm. Ja? Wenn sie es dann mal erlebt haben, das ist eigentlich der wichtigste Schlüssel. Brauchen wir mehr Geschichten und mehr Märchen oder sollten wir mehr erzählen? Also das war jetzt mein Gedanke, unbedingt, der jetzt kam. Also wir müssen uns wieder mehr Geschichten erzählen. Ne? Und nicht, ja, weil wir in Bildern denken. Hm. Unser Bild, also ich meinte anfangs, ich stellte das sehr radikal dar. Ich sagte, der Verstand wiederholt nur. Hm. Der Verstand ist ein Replikator. Wir geben dem Verstand einen viel zu hohen Stellenwert. Er kann das, was unsere 32 Sinne erfassen können, das kann der Verstand nie erfassen. Hm. Aber er kann wunderbar wiederholen. Und dann halten wir uns an diesen Wiederholungen fest. Und wenn wir heute schauen, was in Schulen passiert, ist alles Wiederholung, Wiederholung. Ja, aber das hat dann nichts mit dem Leben, mit dem Wahrnehmen, mit dem Empfinden, mit dem Fühlen, mit irgendwas zu tun. Das heißt, wir müssen anfangen, wieder mehr in Bildern zu denken. Bilder sind viel, viel umfassender. In Bildern ist eben auch das enthalten, was zwischen den Hauptfiguren ist. Hm. Und auf das kommt es an. Und dieses zwischen den Dingen, das ist für jeden etwas anderes. Da hast du eine andere Wahrnehmung, Erwartung, Fähigkeit oder was auch immer, das zu sehen als dieser Nachbar oder jener Nachbar. Hm. Ja, und Bilder können die alle ansprechen, weil jeder das Seine darin finden kann. Wir sind also in unserem Informationsgehalt viel, viel tiefer, viel, viel weiter, wenn wir mit Bildern umgehen. Und Bilder vermitteln wir, ja, manche Künstler eben direkt übers Malen oder über die Fotografie. Und eine der schönen Arten, Bilder zu malen, das sind die Fabeln und Märchen. Hm. Und überhaupt das Gespräch. Ja, das, in der persönlichen Begegnung im Erzählen liegt viel mehr Kraft als in der logischen Argumentation selbst, wenn ich die neutral betrachte. Hm. Da müssen wir wieder hin. Und wir hatten es ja. Aus gutem Grund hat man früher Kindern so viel Märchen erzählt. Aus gutem Grund hat man sich von Fabeln die Moral und die Ethik erklären lassen. Weil das geht halt besser, als wenn ich das so rein logisch tue. Hm. Ja, da ist mehr drin, da ist Verbindung drin. Da müssen wir wieder hin. Und eine der größten Katastrophen der modernen Pädagogik in Deutschland für mich war, dass die dann angefangen haben, die Märchen sprachlich zu überarbeiten und die Prägnanz der Aussagen daraus zu nehmen. Man hat gesagt, das ist zu blutig oder zu... Das war meines Erachtens ein riesiger Blödsinn. Doch, die ganze Deutung dieser Märchen oder die Bilder, die kriegt man ja gar nicht vermittelt. Es sei denn, man hört sich die Märchen an von Wolf-Dieter Stoll. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ja. Der ist ja, also wie der Märchen erzählt, da hört man ja die Geschichte hinter der Geschichte ganz, ganz toll. Also und darum geht's. Muss mehr wieder. Das ist das Bildermalen. Ne? Ja, die ganze. Ja, so wie manche Maler, berühmte Maler, die, von denen findet man dann raus, dass sie auf der Leinwand, wir sehen ein Bild, aber dahinter sind noch 5 andere Bilder. Mhm. Ja? Das ist ja drin. Das ist ja nicht einfach nur überdeckt und übertüncht, sondern das ist die Tiefe dieses Bildes. Man sieht aber vielleicht auch das, was man selber gerade fühlt, oder? Klar. Im Bild. Also natürlich. So wie man gerade selber drauf ist, sieht man doch auch ein Bild oder auch einen anderen Menschen. Man kann nur das sehen, wozu man gerade in der Lage ist. Mhm. Ja? Und wir sind halt, wir leben ja, um einen ganzen Lebensweg, einen ganzen Entwicklungsweg zu gehen. Und an jeder Stufe dieses Lebensweges sind wir in der Lage, andere Dinge wahrzunehmen. Das wiederum haben die Maya perfekt beherrscht. Also da, es gibt da noch eine andere Ebene, das ist im sozialen Leben der Maya, wo sie dann gesagt haben, ja, wir brauchen eine Dynamik des Lebens in unserer Gemeinde und wir brauchen eine Dynamik des Lebens in unserer gesamten
ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, in unserem Staat, unserer Kultur, diese ganzen Begriffe wurden da anders verwendet, unterschiedlich verwendet. Und daraus ergab sich, dass die Gemeinden jeweils in 20-Tages-Zyklen wohnten. Es gab keinen Wochenzyklus, sondern einen 20-Tages-Zyklus. Und dass diese 20-Tages-Zyklen sowas wie Projektzyklen waren, wo von den Priestern vorgegeben wurde, welcher Zyklus im Sinne des Maya-Kalender, wovon dieser Zyklus jetzt gerade geprägt war. Der hatte seine Persönlichkeit. Mhm. Und sie sind insgesamt mit 20 mal 13 Persönlichkeiten umgegangen. Unter diesen Persönlichkeiten wurde jeder geboren. Er hatte also damit quasi sein Sternzeichen, aber viel prägnanter als bei unserer Sternzeicheninterpretation. Und jeder Tag des Jahres und jede Periode des Jahres stand auch unter dieser Prägnanz. Und die Rolle der Priester war, immer wenn die Menschen zu Fiestas, zu großen Feierlichkeiten, Begegnungen zusammenkamen, und das fand im Prinzip alle 20 Tage statt, ihnen zu vermitteln, welches nun diese Persönlichkeit, diese Prägnanz der nächsten Periode sein würde, und sagt so, und eure Arbeit, die ihr sowieso macht, die ihr immer macht, die macht ihr jetzt unter diesem Gesichtspunkt. Dann haben Menschen gelernt, 20 Tage lang sich mit dieser Persönlichkeit zu beschäftigen. Und das haben sie in ihrem Leben zweimal gemacht. Also alle Persönlichkeiten sind bei diesem Zyklus in einem normalen Leben zweimal durchlaufen worden. Und da kann ich mir sicher sein, dass die auch, wenn sie das erste Mal diesen Persönlichkeiten begegnen, als junge Menschen, dass sie die anders wahrgenommen haben als dann in der zweiten Lebenshälfte. Und die Wiederholung war dann wahrscheinlich ein großes Erleben. Oh, damals habe ich das so gesehen, heute sehe ich das so. Und für jede dieser Persönlichkeiten gab es dann auch noch Beispiele. Das waren Leute in der Gemeinde, die hatten dieses Sternzeichen, Kalenderinsignium. Und an denen konnte man sehen, aha, der lebt sein ganzes Leben unter diesem Eindruck. Deshalb ist der so und deshalb ist der so. Das heißt, die lernten sich einzuordnen, die lernten sich differenziert zu betrachten. Und ihre Gemeinschaft diente der Möglichkeit, in dieser Differenziertheit alle miteinander erfolgreich arbeiten zu können. Ich sehe, unsere Zeit ist schon fortgeschritten und auch der Paul macht das bemerkbar. Aber ich habe noch eine Frage. Du bist jetzt hier in Deutschland unterwegs und möchtest Kontakte auch knüpfen und dein Wissen auch weitergeben. Ich meine, das geht auch übers Internet, das machst du auch schon. Paul ist gut. Aber was machen deine Kinder? Also was ist aus denen geworden, die ja in dem Dorf auch mit aufgewachsen sind? Also wir wissen ja heute, dass die ersten Jahre des Aufwachsens von Kindern die prägenden sind. Mhm. Und die sind zwischen 2 und 5 Jahren lang in dem Dorf gewesen. Und ich habe bei den 3 von meinen 4 Kindern, die dort mit aufgewachsen sind, habe ich den Eindruck, dass es sie wirklich sehr stark fürs Leben geprägt hat. Meine zweite Tochter beispielsweise, die lebt in Paris. Und wenn ich sie erlebe, wie sie sich in Paris mit vielen Menschen dort beruflich beschäftigt, in der Leitung eines Musiktheaters, die lebt das, als sei es ein Dorf. Die ist davon wirklich geprägt. Und es gab da mal diese schöne Erfahrung, als ich sie besuchte, dann hat sie mitten in der Stadt von Paris, gibt es ja auch Wochenmärkte, und sie hatte da ihren Wochenmarkt. Sie hat kein Auto, sie geht da immer zu Fuß zu ihrem Theater und dann geht sie bei dem Wochenmarkt vorbei und so nahm sie mich mit und ich war, oh, was für ein schöner Markt und fand das toll. Und dann redete ich mit Marktfrauen und wollte hier mal gucken und da mal gucken. Da schaut mich eine Käsefrau da an und sagt, Sie sind der Vater von Julia, oder? Ich sage, wie bitte? Also mitten in Paris, muss man sich mal vorstellen. Sie kennen Julia? Oh, wir kennen alle Julia. Und die lebte dort wie im Dorf. Alle kannten sie. Dann fragte ich Julia, sag mal, die kennt dich hier alle? Ja klar, sagt sie. Ich laufe hier ja auch immer rum. Sie redete mit allen. Mhm. Und sag ich, ja, interessant.
Habe ich in Europa noch nicht erlebt. So, ja, die haben mich dann eben auch gefragt irgendwann, was ich denn so mache. Und dann habe ich denen erzählt. Die wussten überhaupt nicht, was eine Oper ist. Die wussten nicht, was das für Konzerte sind, wie wir sie bei uns im Theater machen. Und sagte, heute haben die Theater- und Opernabonnements und sehen mehr Opern als ich. Aber das ist doch schön, wenn wir wieder mehr ins Gespräch kommen würden, mit den Menschen reden, die um uns rum sind, ne? Ja. Entwickeln sich völlig neue Dinge. Vielleicht ist das ein sehr schöner Impuls, den wir aus dem Gespräch mit nach draußen geben können. Ja. Ne? Ja. Märchen, Geschichten und mehr reden, mehr zuhören und einfach ja, die kleine Welt um uns rum zu unserem eigenen Dorf machen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.